Ja, hallo, willkommen zu Change Daily. Heute hier vom Bundestag. Es wird ja viel geredet über das Grundgesetz in den letzten Tagen. Und es gibt ja sehr viele Artikel. Und hier gleich neben dem Bundestag gibt es eine Installation von einem israelischen Künstler. Und da werden die ersten 19 Artikel ausgestellt und der Artikel 20 fehlt. Der Artikel 20 sagt, dass alle Macht vom Volke ausgeht. Und es gibt eine Gruppe von Aktivisten, die machen dort eine Aktion, um den Artikel 20 dort anzubringen. Das schauen wir uns jetzt mal an. Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind hier, weil man uns das Grundgesetz hier, den Artikel 20, der stand hier schon mal, richtig, den haben wir hingestellt, immer weggenommen hat. Artikel 20 ist der wichtigste Artikel im Grundgesetz neben Artikel 1. Artikel 1 ist die Menschenwürde, Artikel 20 ist die Staatsstruktur. Die Bundesrepublik ist ein sozialer, demokratischer Bundesstaat. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden. Und jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, da haben alle Deutschen Recht auf Widerstand. So ungefähr steht das da drin. Grundgesetz heißt dieses wunderschöne Kunstwerk, aber der wichtigste Artikel fehlt. Präsident des Deutschen Bundestages, Herr Schäuble, der hat sich geäußert, weil wir gesagt haben, wir wollen das hier hinstellen, weil es fehlt. Und dann hat er gesagt, er findet es gut, wenn Bürger sich ums Grundgesetz kümmern, aber es wäre doch die künstlerische Freiheit von Dani Karavan, diesen Artikel hier wegzulassen. Und dann haben wir ihn zum Geburtstag hier schon hergestellt, zum 70. Geburtstag am 23.05.2019. Dann hat die Polizei ihn weggeräumt. Wir schnitzen ihn jetzt wieder, wir lassen uns ihn nicht wegnehmen. Ganz einfach, wir schnitzen ihn wieder. Jetzt aus Eiche, das erste Mal aus Buche. Buche hat die Stimmung, wenn man ein Stück Buche in die Hand nimmt, kommt man total auf den Boden. Die alten Germanen haben Buchenhölzer genommen und geworfen, Buchenstäbe und daraus die Weissagung der Götter gelesen. Daher kommt das Wort Buchstabe. Jetzt schnitzen wir es aus Eiche wieder. Eiche ist bekanntlich ein Element des Kampfes und der Verteidigung. Wir sind alle nicht im Schnitzen geübt und wir müssen uns jetzt auch wieder langsam einfinden. Eiche schnitzt sich völlig anders als Buche. Für uns ist wichtig jetzt, es ist der Bereich des Bundestages. Wir werden jetzt auch hier viel schnitzen in Zeiten, wo die Politiker da sind, also in den Sitzungszeiten und in der Mittagspause, sodass sie auch vorbeikommen. Wir werden sie fragen, ob sie hier vorbeikommen, dass man mit ihnen reden kann. Wir werden sehen, was passiert. Wir brauchen wieder eine Selbstbestimmung der Bevölkerung. Ich finde das wichtig, was sie machen. Es muss ja auch gesagt werden, wer ist verantwortlich dafür, dass die Menschenrechte eingehalten werden. Ja. Und das soll eben durch diese weitere Stele verdeutlicht werden. Keiner von uns wollte, dass die Hauptkompetenzen des Bundestages inzwischen abgegeben worden sind an eine nicht demokratische EU. Das ist nämlich auch problematisch, was da alles kommt und so weiter und so fort. Ja, und deswegen stellen wir diesen Artikel wieder hin, damit es wieder gilt. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden und so weiter und so fort. Das soll einfach wieder gelten und da stehen wir dahinter. Demokratisierung in Deutschland wird dazu führen, dass die gesamte EU sich demokratisiert. Also dieser Fall, wenn sobald wir hier die Volksabstimmung haben, haben die keine Chance mehr, ihre abgenabelte elitären Politik da zu treiben. So, das ist der Punkt. Genau, und deswegen machen wir das. Nicht so tief. Was? Nicht so tief? Nein. Wie, aber hier ist doch überall so tief. Vielleicht machst du lieber da ein bisschen. Hier vom E ist hier schon leicht eingedrückt. Du musst im Prinzip, du musst das erst ein bisschen freilegen mit diesem Riesending. Okay, also hier begibt es den Laien und die Handwerker werden disqualifiziert.